Herzlich willkommen bei Feuer Willi, das bin ich. Jetzt kommt es zu einem zweiten Teil, und zwar ging es um die Erste Hilfe. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit einem Profi zusammen, und zwar mit dem Michele. Ihr kennt ihn noch aus dem letzten Video, da ist er. Das Michele. Das bin ich. Und wir werden jetzt gemeinsam, er wird mich ein bisschen beraten, wie wir jetzt vorgehen, wenn wir eine Erste Hilfe machen, eine Person, einer verunfallten Person, wie wir da helfen können. Ne? Wir hatten vorhin im letzten Video, das blende ich oben nochmal ein, gezeigt, was man macht, wenn man auf einer Landstraße zum, in unserem Beispiel was vorfindet, wie man sich da verhält, wie man den Verkehr sichert. So, wenn jetzt eine Person im Auto ist, Michele, dann wollen wir die natürlich da raus haben. Richtig. Als erstes vorweg. Wenn ihr da seht, dass das Auto qualmt, weißer Qualm typischerweise, ist in den meisten Fällen Kühlwasser. Also ihr könnt das Auto ruhig ausschalten. Da gibt es keinen Funken, der da auf einmal das Auto zur Explosion bringt oder sowas. Schaltet den Motor ab, wenn es geht, okay? Immer ausschalten. So. Wenn ihr als Helfer dazukommt und ihr seht, es qualmt, das Auto explodiert niemals. Michele, stimmt das? Ja, stimmt. Es explodiert nie. Das Problem ist immer, ihr seid alle, genau wie wir auch, filmgeschädigt. Und man ist selbstverständlich, oder qualmt was, gleich mal Gravums. Ne? Das ist so. Nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, richtig. Wenn es schwarz qualmt, dann brennt da Kunststoff oder sowas, ne, in den Autos. Oder wenn es brennt im Auto, man sieht Flammen, dann ist noch mehr Eile geboten. Dann kann man sich nicht erlauben zu sagen, oh, da helfe ich jetzt nicht, das explodiert gleich. Nein, es explodiert nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist ganz viel schwarzer Qualm, der rauskommt. Wenn der schwarze Qualm aber durchzündet, trotzdem gibt es hier keinen Hauruck, dass hier das Auto explodiert. Das gibt es nicht, okay? Gleich streichen aus dem Kopf. Das ist mir immer wichtig, weil genau. Ich mal oft höre, oh, alle in Deckung. Nein. Nein. Es brennt, ja. Auch Gasfahrzeuge, die lassen den Druck ab. Da kann sein, dass eine Stichflamme an der Seite kommt, aber es explodiert nichts. So. Die Person ist jetzt da drin. Michele, was wollen wir jetzt machen? Jetzt ist die liebe Sarah, ihr kennt sie aus der Crew, ist schauspielerisch so talentiert, dass jetzt keiner merkt, dass sie wirklich gar nicht bewusstlos ist. Sie tut es mal so. Was würdest du denn jetzt machen? Wie würdest du jetzt, also wir sind jetzt nicht Feuerwehr, wir sind jetzt nicht Rettungsdienst, wir sind jetzt du. Ersthelfer. Ersthelfer. Es gibt zwei Sachen. Entweder sie ist bei Bewusstsein, das heißt, sie würde auch mit jemandem reden. Oder sie ist bewusstlos. Sie ist bewusstlos, so wie jetzt. So, ne? Bewusstlos ist der Klassiker, ne? Arm, Muskel, Schlaf. Bewusstlose sind nicht bei Bewusstsein, das heißt, auch die Muskeln sind bewusstlos. Genau. Das heißt, auch die sind Muskeln sind abgeschlafft. Alle genau. Muskeln. Genau. Hinweis nebenbei, alle Muskeln heißt auch Schließmuskeln. Alles. Oder ne, alles. Atem, Hilfsmuskel, Zunge, alles was Muskel, das ist dann weg. Und wenn man wenn sie bewusstlos ist, also spricht mir nicht, ist bewusstlos, muss sie aus dem PKW raus, weil stabile Seitenlage. Genau. Ich muss ja einen Aspirationsschutz haben, dass sie sich nicht verschluckt oder irgendwas ähnliches. Also muss ich sie rausholen. Und dann müssen wir den Vorgehensweise achten bei diesem PKW oder bei dem neuen Wieso durch die Airbags. Und das ist dann eine Handhabung oder ein Vorgehen, wo man dann eben wirklich darauf achten muss. Angesprochen haben wir sie. Angesprochen haben wir, also sie ist keine Reaktion, bewusstlos. Sie ist bewusstlos. Genau, okay. Das haben wir jetzt festgestellt. Okay, das heißt, wir müssen die Person rauskriegen. Ich fasse das mal so jetzt ganz einfach zusammen, was du ja richtigerweise sagst. So, das Erste, schießt mir sofort in den Kopf, was man so an Hilfsmitteln hat. Wenn man jetzt zum Beispiel drin sitzt als Beifahrer und der Fahrer hat, ne, man will raus, man kommt nicht raus. Nochmal der Hinweis, es gibt ein Video von mir, wo ich zeige, wie dieses Rescue-Me-Tool funktioniert. Da ist nämlich auch ein Gurtschneider dran. Ne? Das ist jetzt die Disziplin, wo das Ding zum Einsatz kommen könnte. Und wenn die Türen nicht aufgehen und ich muss raus, bin vielleicht ein Teich reingefallen oder was weiß ich, dann, ich mach's es nicht, klack, klack, ist die Scheibe auf. Ne? Genau. Hat man am Schlüsselbund. Sowas, ne? Moritz zum Beispiel. Danke, Moritz. So, das heißt, ich mache jetzt mal, wie ich das machen würde. Genau, ich gucke einfach zu. Und du trittst mich einfach hin rein, wenn es falsch ist. Genau, ich gucke einfach mal zu. Dann tritt gleich zu. Aber okay. Dezent. Geht davon aus, dass die Fahrzeuge alle ein Airbag haben. Ja. Okay. Das heißt, bitte nicht mit dem Oberkörper hier rüber, sondern, weil wenn der auslösen sollte, habt ihr wirklich ein Problem. Ne? Deshalb greift bitte rüber und macht den Gurt auf. Oder, jetzt kommt vielleicht ein Willi Spezial, wenn ihr das Auto kennt, wie es geht, entweder elektrischen Sitz verstellen oder sowas, ne, erspart er manchmal auch einen Gurtschnitt, wenn man einfach schafft, den Sitz noch zu verstellen, ne? Manchmal elektrisch und so weiter. Nutzt, was da ist. Ne? So, jetzt ist sie im Auto und ich greife jetzt hier einmal über den Schoß rüber und mache den Gurt auf. Wie gesagt, wenn das nicht geht, wenn ihr einen Unfall habt und seid irgendwo gegengefahren, dann gibt es einen Gurtstraffer. Der zieht nicht nur so ein Stück zurück, der zieht zurück. Der ist stramm.
Deshalb nehme ich diesen Gurtschneider, weil du, auch wenn du drauf drückst, gehen die nicht mehr auf. Dafür brauchen wir diesen Gurtschneider, okay? Super. Also mit Rescue Me oder mit irgendwelchen anderen Tool auch immer, es gibt keinen Gurtschneider, sinnvoll. Wenn ich die Person jetzt rauskriege, wie auch immer. Genau. Ich habe selber schon mal gehabt, da hatte ich jemanden auf dem Schoß, wollte ihn rausziehen und dann hingen die Füße unten fest. Genau, das Erste, was ich mache, gucke, ob die, also die Füße frei sind, also nicht in den Pedalen verklemmt sind, irgendwas ähnliches. An einem Hosensaum unten einmal anfassen, einmal dran ziehen, dass die Füße unter den Pedalen frei sind. Okay. Weil wenn ich sie rausziehen soll, also rausziehe und ich merke das nicht und dann plötzlich habe ich einen Widerstand. Ne? Und deswegen, dann hast du Panik, weil das genau, wird schon mal schwerer. Deswegen. Und dass die Person auf Schoß. Immer erstmal die Fußraum, also im Fußraum kontrollieren, ob die Füße frei sind. Also wenn die jetzt so hinterliegen, ne? Genau. Und ich ziehe sie dann raus, genau. Das hält. Blöderweise sowas hält. Das verkantet und dann ist das also wirklich wie so ein Widerstand eben. Das kriege ich dann nicht mehr raus. Also wir finden jetzt mal kurz die drei Technik. Die erste ist nach hinten gehen, eins. Abschnallen, zwei. Füße nach hinten ziehen, drei. So. Eins, zwei, drei und dann geht's los. Das heißt, jetzt könnte ich die Person nehmen. Denk dran, wenn sie bewusstlos ist, ich meine, sie wird wahrscheinlich neigen, irgendwo hinzukommen. Genau, also jetzt ist ja Sarah sehr unterstützt, ja, weil, aber in Wirklichkeit, wenn die bewusstlose Person, die sind wirklich schlaff, das muss man sich vorstellen, das sind wirklich mal, auch mal eine zarte 50 Kilo junge Dame, ist das wirklich Gewicht. Mehr so wie ich. Ne? Also ein zartes Reh. nein, aber man unterschätzt das, also das ist also schon Gewicht, das ist nicht so Larifari. Willst du sie mal rausnehmen? Ja, kann ich machen. Okay, wir gucken mal, wie ein Profi das macht. Okay, erstmal. Hallo, mach mal die Augen auf. Keine Reaktion. Also, dann gehe ich einmal im Becken lang, mach den Gurt auf. Jetzt halte ich sie ein bisschen an der Schulter fest, dass sie mir nicht wegsackt. Füße frei. Jetzt mache ich eine Position, indem ich sie einmal in den Becken reingreife und sie mir etwas rüberdrehe. Jetzt mache ich den Rautegriff. Da auch zu achten, schön festhalten, nicht erschrecken. Jetzt ziehe ich sie raus. Ich lege sie mir auf den Oberschenkel. Dann habe ich so ein bisschen. Aber ich sag mal, diese Position ist jetzt gar nicht so anstrengend, ne? Das geht, also ist ja auch zart. Und ja, gut, sie ist ja auch zart, aber ich sag mal, man sitzt. Also das ist schon. Ich habe jetzt unterstütze meinen Oberschenkel, indem ich sie auf meinen Oberschenkel abstütze. Ne? Und dann kann ich sie mit meinem Oberschenkel aus dem Gefahrenbereich wegbringen. Wichtig ist, habt ihr meine Daumen auf dem Blick? Meine Daumen sind nach außen. Weil wenn ich sie nach hier machen würde, nach innen, und sie drücke, dann würde ich ihren Brustkorb eindrücken und die Rippen brechen. Also die Daumen immer nach außen. Ja? Okay. Aber keine Angst haben, das zu machen. Rippen brechen ist dramatisch. Das ist nicht schlimm. Eine gebrochene Rippe. Wollte ich gerade sagen. Ist 4 Wochen wieder gegessen. Genau. Super. Okay. Und weg vom Gefahrenbereich. Genau. Ah, Wunderheilung. Wer hätte das gedacht? War das unangenehm, oder? Nee, alles gut. Okay. Das heißt, ich nehme deinen Arm so und hab dich schon. Genau. Man hat echt viel Gewalt, ne? Genau. Kannst du richtig einrenken. Und das Schöne ist mit dem Oberschenkel, man setzt das Gesäß von der Person auf den Oberschenkel und dann kann ich wirklich auch mal Leute, die ein bisschen kräftiger sind, auch schwerer sind, auch wirklich mal ein paar Meter von dem Gefahrenbereich dann wegbringen. Also vergewissert euch, dass da nicht einfach noch mehr Personen drin sind, die hilfebedürftig sind. Genau. Weil bewusstlose Leute können schlecht auf sich aufmerksam machen, ne? Denkt daran. Oder, auch schon gehabt, Beifahrertür offen. Leute unter Schock, wenn der Beifahrer das sieht, die rennen auch mal weg. Es kann auch sein, dass eine zweite Person da ist. Ja, das ist wirklich so. Total wirr. Oder man hat nur einen Beifahrer, wo ist der Fahrer? Das kann auch passieren. Ja. Dann ist der, das muss man auch einmal also einen kurzen Augenblick sich wirklich die Zeit nehmen und sondieren, indem ich mal wirklich in den PKW reingucke. Ja, ob da wirklich ein Kindersitz ist oder ob da plötzlich die Gurte aktiviert waren oder Gurtstraffer und dann gelöst, dann hast du einen schlaffen Gurt da liegen. Das ist auch ein Zeichen, dass da noch ein zweiter oder dritter Person im Auto war. Also diese 2-3 Sekunden sollte man sich Zeit nehmen und genau. Einmal sondieren. Das ist mal ganz wichtig. Ja, auch ein Haustier irgendwo im Auto sein, ne? Genau. Das ist auch wichtig. Ja, klar. So. Dieser Person raus aus dem Gefahrenbereich, das fand ich so schön, das sagst du so nebenbei, selbstverständlich, aber das ist das Wichtige, dass man rauskommt vom Gefahrenbereich. Genau. Natürlich nicht auf der Autobahn ziehen, auf die linke Spur. Nein, Standstreifen oder einen sicheren Platz suchen. Genau, sicheren Platz, okay. Wichtig nochmal, jetzt kommt die Stelle, wo man 112 ruft oder wenn man zu zweit ist, natürlich hat der andere es schon lange gemacht. 112 mit dem Handy, 112 mit vielleicht im Auto, im SOS-Knopf, wenn man kein Handy dabei hat. Vielleicht in dem Auto drin an der Decke, weiß ich gar nicht. Nee, bei dem nicht. Aber bei den vielen neueren Fahrzeugen ist das schon so, dass man einen SOS-Knopf drückt und man dadurch die Leitstelle dran hat und sofort eingeholfen wird. Okay. Jo.
Wir spielen jetzt weiter. Sarah, wir wollen jetzt noch mal kurz, dass du weiter bewusstlos bist und wir würden jetzt mal Erste Hilfe bei dir machen. Ist das in Ordnung? Ja, mir ist kalt. Okay. Geht jetzt los im nächsten Film. Freut euch drauf. Michele, schönen Dank. Ne? Und wenn er mehr wissen will von der Johannita in Wunstorf, genau wie andere Rettungsdienste auch, aber jetzt haben wir Michele hier als Beispiel und es gibt auch keinen Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Nein. Rettungsdiensten. Nein. Technischen Hilfswerk, Feuerwehr, wir sind, das habe ich in anderen Videos auch schon mal gesagt, große Familie, deshalb ist auch hier. Und auch für seine Freizeit. Gerne. Das ist keine offizielle Johanniter-Veranstaltung, das ist einfach nur, wir helfen uns gegenseitig, genauso wenn die mal was gelöscht haben wollen. So. Kannst du auch privat anrufen. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Na, klar. Große Familie. Und haben ja selber wir haben alle den gleichen Auftrag. Also da gibt es keinen Konkurrenzkampf in der ganzen Sache. Ne? Wir haben alle die gleiche Macke. Genau. Wir wollen nur helfen. Okay. Und ich hoffe, wir konnten dir helfen. Und ja, setz dich mal mit auseinander, was du hast. Hast du ein Rescue Me? Hast du einen SOS-Knopf? Hast du genug Warnwesten dabei? Haben wir im letzten Teil? Genau. Okay. Alles klar. Super. Schönen Dank. Kommen wir zum nächsten Teil bei der Ersten Hilfe. Bis dann. Tschüss. Ciao. Zweite Teil jetzt von dem vom Gerät raus geht's los. Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Andere Jacke. Also Pulskontrolle macht man nicht mehr heutzutage, aber die Atemkontrolle. Ja, Moment, das ist mir zu kompliziert. Entschuldigung, ich unterbreche. Okay. Okay. Ich mache es jetzt wie der Autonormalverbraucher. Ach so, ja. Ja, okay. Also das heißt, Sie... Also er ist ja... Ich muss ihn manchmal bremsen. Entschuldigung. Ist ja im Modus drin.